Es sind die ganz großen Fragen der internationalen Sicherheitspolitik, die bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Mittelpunkt standen. Der Wettkampf der Systeme zwischen den USA und China, die internationalen Militäreinsätze in Afghanistan und dem Irak und die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran wohl auch. Diesmal kommen die Politiker und Experten nur virtuell zusammen und sehr kurz. Nicht in München, wie sonst immer vor der Pandemie. Dafür ist ein Star dabei gewesen, auf dem hohe Erwartungen ruhen, der neue US-Präsident Joe Biden. Es ist eine Mehrfachpremiere. Die Sicherheitskonferenz findet zum ersten Mal digital statt. Zum ersten Mal ist ein amerikanischer Präsident dabei. Und zum ersten Mal wendet sich der US-Präsident direkt an die europäischen Partner, transatlantisch digital. Und Joe Biden hat eine klare Botschaft: Demokratie first. Wir sind mittendrin in einer fundamentalen Debatte über die Zukunft und die Richtung der Welt. Wir sind an einer Weggabelung angelangt zwischen denen, die sagen, all die Herausforderungen, die wir erleben, die vierte industrielle Revolution, die globale Pandemie, kann man am besten autokratisch bewältigen, und denen, die sagen, Demokratie ist wichtig. Wichtig, um all diese Herausforderungen zu meistern. Die Präsidentschaft von Donald Trump ist beendet. America first, Geschichte. Von vier harten Jahren spricht Präsident Biden in München und kündigt einen transatlantischen Neustart an. Amerika ist zurück, die transatlantische Allianz ist zurück, und wir schauen nicht rückwärts, wir schauen nach vorne, zusammen. Und auch Kanzlerin Merkel bekennt sich ausdrücklich zur freiheitlichen Demokratie, zu den transatlantischen Beziehungen, fast im Gleichklang mit Biden. Wir müssen zeigen, dass wir nicht Länder in Abhängigkeiten bringen wollen, sondern dass wir überzeugen wollen von unserer Art zu leben und von unserer Art Politik zu machen. Und deshalb ist die transatlantische Perspektive hier für mich der Kern dieser Bemühungen. Wie umgehen mit einem stärker werdenden China? Die USA stehen als Sicherheitspartner in der Pflicht, für Europa steht die Wirtschaft im Vordergrund. Und China hat in den letzten Jahren eben auch an globaler Schlagkraft gewonnen. Und dem müssen wir als transatlantisches Bündnis und als Demokratien der Welt dann auch etwas an Taten entgegensetzen. Nach einer transatlantischen Strategie muss nun gesucht werden, gemeinsam. Ich möchte darüber sprechen mit der Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo, Daniela Schwarzer. Guten Abend. US-Präsident Biden redet den Europäern also ins Gewissen. Wie bewerten Sie seinen Auftritt und den Versuch, die transatlantische Allianz zu stärken? Das war ein starkes und wichtiges politisches Signal. Er hat ja angeknüpft an eine Botschaft, die er vor zwei Jahren aus München geschickt hat. Damals sagte er, America will be back, also Amerika wird zurück sein. Und heute hat er das bestätigt. Und was er mitgebracht hat, waren Warnungen. Er hat gesagt, wir haben eigentlich nicht viel Zeit, denn wir stehen an einem Scheideweg. Er hat das Erstarken von Autokratien und den Systemwettbewerb sehr stark betont. Und er hat Europa in die Pflicht genommen, nämlich als Partner der USA, sich den größten Herausforderungen in der Welt zu stellen. Und da steht auf ganz oben auf der Liste der Vereinigten Staaten im Moment China. Und wie schätzen Sie die Chancen dafür ein, dass die Europäer sich dem stellen? Die Europäer haben sich in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren schon deutlich bewegt. Es gibt einige wichtige strategische Momente, erst auf deutscher Seite, dass man anerkannt hat, dass China nicht nur Partner ist, sondern auch systemischer Wettbewerber und Herausforderer. Und das Ganze wurde wenig später dann auch auf europäischer Ebene von den 27 Staaten so gesehen. Das ist sehr wichtig, denn es bedeutet, dass es eine Einigkeit darüber gibt, dass man mit China ein Stück weit vorsichtig sein muss, dass man der chinesischen Strategie, nämlich die eigene Vorherrschaft in der Welt Schritt für Schritt auszubauen, dass man dem ins Auge blicken muss und dass man sich genau überlegen muss, mit wem man gegen diese aufstrebende Weltmacht einen Schulterschluss hinbekommt, denn es stehen ganz wichtige internationale Fragen auf der politischen Agenda. Beispielsweise ein Thema, das in vielen Reden heute in München beziehungsweise zugeschaltet immer wieder zur Sprache kam, die Regulierung von neuen Technologien. Und da geht es wirklich um die Voraussetzungen zum Schutz von Daten, Schutz von Bürgerrechten, Schutz von Demokratie. Und deshalb ist mit der aktuellen Situation nicht zu spaßen. Die Europäer müssen sich selber erst einmal sortieren und dann mit den Amerikanern eine sehr ambitionierte gemeinsame Agenda bearbeiten.
Speziell Deutschland hofft ja, dass mit Bidens Regierung das Atomabkommen mit dem Iran doch noch gerettet werden kann. Wie wichtig wäre das für die internationale Sicherheit? Auch das wäre sehr wichtig. Allerdings kann es keine Rückkehr zu dem Abkommen, wie es so war, als Donald Trump es aufgekündigt hat, geben. Denn auch im Iran haben sich die Dinge verändert. Das heißt, man muss sich die Lage dort erstmal wieder genau angucken und dann überlegen, ob das, was damals ins Abkommen geschrieben wurde, so ausreicht, ob die Iraner nicht viel weiter sind heute schon in der Entwicklung von atomaren Technologien. Aber es ist sehr wichtig, dass das wieder auf die Agenda rutscht, denn eine Konfrontation mit dem Iran, das ist nicht nur eine Gefahr für Europa, sondern auch für die USA, weil das insgesamt die Region im Nahen und Mittleren Osten destabilisiert. Und da kommt eine der größten Sicherheitsgefahren der heutigen Zeit her, nämlich Terrorismus. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Daniela Schwarzer, für diese komplexen Einordnungen. Ich danke Ihnen.